Familie zieht um, weil an Schule kein Deutsch gesprochen wird. Ein Familienvater, welcher selbst österreichischer Staatsbürger mit Migrationshintergrund ist, hat mit uns über die schlechte Sprachsituation in einer Wiener Bildungsanstalt geredet. Wegen der geringen Mietkosten zog er mit seiner Familie in eine Genossenschaftswohnung in Floridsdorf. Doch die Freude verschwand bereits, als er auf der Suche nach einem Kindergartenplatz für seine Tochter war. Erst ein privater Kindergarten hatte Platz. Das Mädchen lernte dort bereits Englisch. Jedoch waren die monatlichen Kosten von 230 Euro nicht ohne. 85 Euro wären es in einem öffentlichen Kindergarten gewesen. Deswegen fasste sich die Familie einen neu eröffneten Kindergarten in Wohnnähe samt Volksschule ins Auge. Da wären die Chancen auf einen Schulplatz dann auch noch höher gewesen. Beim Bewerbungsgespräch war das Paar aber fassungslos. Ihnen wurde erklärt, dass keine Zweitsprache angeboten werde, da die meisten Kinder kaum bis kein Deutsch sprechen würden. Ähnlich sei es in der Volksschule. Nun sieht sich der Wiener gezwungen, an einen anderen Ort zu ziehen, um seiner Tochter eine bessere Bildung zu ermöglichen. Er betont aber, dass es sich nicht um Ausländerhass handelt, sondern ganz einfach um Bildungsprobleme gehe. Der Wiener rechnet damit, dass seine Tochter künftig eine Privatschule um 550 Euro im Monat besuchen wird. Anders würde es wohl nicht gehen, laut ihm. Den ganzen Artikel findest du über den Link in der Bio.